Lufthansa Group Update am heiligen Sonntag. Schauen wir uns doch einfach mal nochmal den Streik an. Dann hat die Austrian eine Art Tasting-Heimat. Nun, sie nennen es einfach anders, und zwar Tastefully Austrian. Und der Bund verringert seine Anteile an der deutschen Lufthansa AG, macht ein bisschen Geld. Dann schauen wir uns nochmal an, was für Flugzeuge gibt es bei der Eurowings und auf welchen Strecken fliegt die 747-400 von Lufthansa? Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An diesem heiligen Sonntag haben wir natürlich nochmal einen Rückblick auf die Woche, auch mal geguckt, was für Nachrichten es so gab. 20.000 Mitarbeiter, und da kommt man ja auch nicht drum rum, haben die Arbeit am Mittwoch niedergelegt um 3.45 Uhr, um 6 Uhr des Folgetags am Donnerstag. Und die Streichung fing ja am Dienstag an, sind dann so ein bisschen weitergegangen. Aber die 20.000 Bodenmitarbeiter haben ihren Punkt gemacht. 135.000 Passagiere bei Lufthansa sind betroffen gewesen, was natürlich ein Riesenproblem ist. Natürlich sind auch andere Fluggesellschaften betroffen gewesen. Warum? Ganz einfach, weil die Lufthansa ja auch den Check-in und so weiter für diese Fluglinien macht und den Flugbetrieb damit dann lahmlegt. Das wäre jetzt nicht nur die Swiss und die Austrian gewesen, sondern auch andere Flugzeuge. Die Eurowings hingegen war wirklich happy und die haben alles geschafft. Die haben ja auch Personal gehabt, was aus der Verwaltung dann hingegangen ist und hat den Flugleuten da geholfen. Dann ein Thema, was natürlich während Corona und Covid richtig hochgekocht ist, sind die Staatshilfen gewesen für die Lufthansa. Was die Leute natürlich immer wieder vergessen haben, ist es einfach, dass es ein Kredit war. Dann hat sich die Lufthansa ja auch noch eine Beteiligung vom Staat ins Haus holen müssen, damit der Staat sich da seine Forderungen absichern konnte. Und wenn man sich anguckt, was da passiert ist, es ist einfach so, dass der Staat relativ gut damit gefahren ist. Man hat jetzt 2 Jahre nach Einstieg der Lufthansa, hat man sich von seinen Aktienpaketen teilweise getrennt. Und wenn dieser Wirtschaftsstabilisierungsfonds, das ist der WSF, der seine Beteiligung jetzt unter 10% sogar hat, ist das doch eine Maßnahme. Und die Finanzagentur des Bundes teilte am Mittwoch mit in Frankfurt, dass man den Staatsanteil von 14,1% reduziert hat. Und man hat natürlich die Verpflichtung, da auch rauszugehen. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist nun auf der Zielgeraden eingebunden, die Stabilisierungsmaßnahme zugunsten der Lufthansa beendet. Ja, man zieht sich da raus. Und die Erlöse aus der Veräußerung betreffen jetzt schon den Betrag, den der WSF zum Erwerb eingesetzt habe. Spätestens im Oktober 2023 werde man komplett aussteigen. Also ihr merkt, wir haben gewonnen. Das ist so einfach. Alle, die in Deutschland Steuern zahlen, gut, ich tue es jetzt nicht, aber wir als Bevölkerung haben mal gewonnen. Damit war das richtig und wichtig, die Lufthansa zu unterstützen. Ich verstehe sowieso nicht die Leute, die immer permanent fordern, dass die Lufthansa pleite gehen soll. Ich finde, das ist immer so ein bisschen Karma. Wenn man halt anderen was Schlechtes wünscht, wünscht man sich selber ja damit das Schlechte auch an den Hals, weil es kommt ja zurück. Und ich bin ganz froh, dass das so gut gelaufen ist. Auch hier könnt ihr ja kommentieren. Als ein großer Freund des Essens bin ich natürlich froh, dass die Austrian Airlines bei Tasting Heimat auch mitmacht und das Ganze Tastefully Austrian nennt. Und dieses Business Class Catering wurde auf der Kurz- und Mittelstrecke, ja, wurde jetzt eingeführt. Und deren Menüs soll halt in der ganzen Welt, ja, für Köstlichkeiten sorgen, Gaumenfreunden. Das Essen ist von Do & Co., wie es eh und je bei der Austrian ist. Die Qualitätsstandards sind bei Do & Co. in meinen Augen mit die höchsten. Und ich finde es sehr, sehr lecker. Und wenn man halt das mit Tasting Heimat vergleicht, und ich finde dieses Tastefully Austrian, das ist ja auch Quatsch eigentlich mit dem Namen. Warum kann man das nicht einfach mal mit was Deutschem nennen? Also Tasting Heimat. Nun gut, ist halt so eine Marketingabteilung. Und man möchte das halt jetzt einfach, diesen Flair der Österreicher auch am Flugzeug bringen. Auf Kurz- und Mittelstrecke
ist es halt so, dass erst noch in der Luft testen müssen und das Konzept von Austrian Airlines sich wirklich unterscheidet. Ich schreibe euch, ich blende euch Bilder ein und damit könnt ihr das dann einfach nochmal vergleichen. Weil wenn ihr so einen Apfelstrudel seht, wenn ihr die leckeren Schnitzel seht, ich bin sowieso ein Wiener Schnitzelfreund, wird wieder Zeit, dass ich nach Wien gehe, müssen wir einen Stammtisch in Wien machen. Note to myself. Und da vielleicht mal wirklich wieder, ja, es ist Schnitzelzeit. Lecker, lecker, lecker. Ja, auf jeden Fall auf kurzen Flügen von 15 Minuten, was Blockzeit ist, bietet Austrian Airlines dann Handgepäck an. Das ist, wie der Österreicher es nennt, kleines Gepäck, also Brot und so weiter. Es gibt wirklich diesen Service nur auf den kürzesten Strecken. Und das ist dann halt zum Beispiel so Prag oder Budapest oder sowas, dass man wirklich auch kaum Zeit hätte zu essen. Wenn man sich das dann weiter anschaut, kommt dann kalter Snack auf den Flügen von 50 bis 80 Minuten vom frischen Müsli über Horn geschnitten Beinschinken vom frischen Creme zu inspirierenden Pokeball mit Räucherlachs. Das kennen wir doch. Pokeball haben wir doch auch bei der Lufthansa. Die kalten Menüs erfreuen die Gaumen und Sachertorte, Panna Cotta oder Apfelstrudel, von dem ich ja schon erzählt hatte. Dann gibt es warmes Essen ab 80 Minuten und das nennt sich dann Genuss aus Österreich und internationale Gaumenfreuden werden auf Flügen ab 80 Minuten bei uns groß geschrieben, so ist die Werbung. Frische, hochwertige, regionale, farbenprächtige Kreationen werden warm serviert und mit süßen Köstlichkeiten abgerundet. Zum Frühstück vielleicht mal ein pochiertes Bio-Ei, Betonung auf Bio-Ei, mit Sauce Hollandaise und Blattspinat, dazu geröstetes Schwarzbrot oder Himbeer-Pancakes, Fragezeichen. Vielleicht auch mal ein Rindsgulasch mit Putenfrankfurter. Warum muss das Putenfrankfurter sein? Warum kann man nicht einfach gute Wiener Würstchen geben? Mit Schwein, Erdäpfel und Essiggurke oder Lachsfilet mit Estragon-Senf, Beurre Blanc und Berglinsen, Broccolini und gerösteten Erdäpfeln. Ja, so sieht es aus. Bilder habt ihr gesehen. Mehrere Gänge auf der Langstrecke. Ich gehe da gar nicht drauf ein, weil sonst kriege ich wieder einfach nur Hunger. Also schwierig. Dann gucken wir uns doch noch mal ein bisschen genauer an die Low-Cost-Tochter der Lufthansa und die Flotte in 2022. Und man sieht ja immer weiter, was bei der Low-Cost-Tochter Eurowings los ist. Man hat da mehr als 100 Flugzeuge, wo man in Deutschland fliegt. Es ist für den Leisure-Market, wie das so schön heißt. Heißt also kaum Business-Strecken, aber so wie sich das abzeichnet, in meinen Augen wird immer mehr die Lufthansa aus der Fläche verschwinden und einfach wirklich nur noch Hub-Services anbieten. Vielleicht auch sich auf die Langstrecke reduzieren. Wartet auf meine warmen Worte und wir erinnern uns ja auch noch an die Worte. Nee, es hat keiner vor, da die dezentrale Rolle der Eurowings in Frage zu stellen. Aber mittlerweile machen sie halt wirklich auch aus den Hubs Frankfurt und München heraus Flüge und das ist in meinen Augen natürlich dann ein Zeichen dafür, dass die Eurowings-Rolle gestärkt werden soll, zumal Eurowings ja auch wirklich billiger produziert als die Lufthansa. Jetzt gucken wir uns einfach mal die Flotte an. Man hat bei der Eurowings-Flotte natürlich im Moment ein paar Wet Leases, zum Beispiel die A220er von der Air Baltic. Da hat man ja 10 Stück sogar. Dann hat man von der TUI auch noch 737er, ich weiß nicht, wem die aufgefallen sind mit der Lackierung. Das wäre die Alpha Bravo. Wo ist es denn jetzt? Ist es gerade weggerutscht? Da muss ich nochmal hin. Er gibt mir das nicht mehr. Das ist ja lustig. Dann machen wir das doch spontan. Das dann weiter mit der A320er-Familie. Diese 200-sitzigen Twinjets. Und die sind natürlich da auch unterwegs und dann gibt es immer wieder neue Flugzeuge, die haben ja auch jetzt mittlerweile A320neo bekommen und das finde ich halt auch interessant, wobei ich verstehe gar nicht, warum die da nicht mehr von holen, warum ganz einfach von den 220ern, weil die 220er einfach richtig wirtschaftlich sind, von der Größe her vielleicht auch auf einigen Strecken etwas besser passt. Aber ihr werdet, wenn ihr mit der Eurowings fliegt, immer mehr oder immer noch sehr viele von den 320er CEOs finden. Warum? Ganz einfach, weil das sind diese Current Engine Options und die sind ja, die sind von der Lufthansa-Gruppe irgendwie rübergekommen. Da sind ja welche von der Austrian mal rübergekommen.
Dann sind ja von der Lufthansa welche umlackiert worden. Also es ist halt so, dass da so die Flugzeuge dann nochmal die letzten Jahre ihres Lebens verbringen. Zumindest ist das mein Eindruck. Und wenn man dann weiter guckt, dann ist das so, dass 59% auch dieses Modell haben. Davon sind die Flugzeuge mittlerweile auch woanders registriert, sind also nicht mehr in Deutschland registriert, sind österreichische Registrierung. Malta soll ja auch irgendwas passieren und das ist so, wie es da läuft. Die Flugzeuge, die 320er, haben ein Durchschnittsalter von 11,3 Jahren im Durchschnitt. Was sagt ihr zu Eurowings? Ist das so? Glaubt ihr, dass die Flotte sich da noch ändert? Gut, die Wetlies und so weiter, die gehen natürlich weg, die brauchen wir nicht zu beachten. Auch die, also die TUIs und die Air Baltics, aber auch bei der Discover gibt es ja Wetlies, wobei es einen Unterschied gibt zwischen der Eurowings und der Eurowings Discover, ganz wichtig. Ja, was sollen wir noch dazu sagen? Ich denke, an dieser Stelle haben wir zu Eurowings alles gesagt und geben uns dem Gedanken hin, dass es vielleicht die Zukunft ist. Was glaubt ihr, ist Eurowings die Zukunft, dass die Lufthansa nur noch die Langstrecken macht? Und da haben wir dann direkt das Nächste. Das sind die 747-400er. Und Lufthansa ist halt eine der Fluggesellschaften, die im Gegensatz zu anderen noch die 747-400 wirklich in einer nennenswerten Zahl betreibt. Und die 400er ist ja so, dass die Flugzeuge jetzt im Schnitt wirklich 22,3 Jahre alt sind. Und lass uns da einfach mal angucken, wo die hinfliegen. Ich selber zum Beispiel bin nach Dubai geflogen und Dubai ist fast eine der populärsten Strecken von der 747-400 bei der Lufthansa. Also wer da sicher gehen will, mit der zu fliegen, der kann damit glücklich sich schätzen. Dann muss man einfach gucken, welche Flugzeuge das sind. Das sind sogar die Tango Kilo und die Tango Lima mit 44 bzw. 46 Flügen, die in den letzten 12 Monaten am meisten darunter geflogen sind. Das ist halt einfach nur, damit ihr mal seht, dass die Rotation wirklich so geplant ist, dass das Flugzeug wirklich effizient eingesetzt wird. Und das ist anscheinend eine Rotation, wo die das sehr, sehr gut machen können. Dann schauen wir uns das einfach mal weiter an. Wer einen anderen Hotspot haben möchte, ist Indien zum Beispiel. Nach Indien ist es halt so, dass drei von deren acht Modellen fliegen nach Indien. Und die Victor Zulu ist die, die am meisten Mumbai zum Beispiel, also Bombay, besucht hat mit 42 Mal im letzten Jahr. Bangalore mit 32 und Neu-Delhi mit 16 und damit eine der Top Tens. Und Bangalore ist mit der Victor X-Ray und der Victor Yankee mit 34 und einmal 36 Besuchen in den letzten 12 Monaten richtig spannend. Also ihr merkt, wenn ihr fliegen wollt, fliegt nach Dubai, fliegt nach Indien, da werden auch fast, da könnt ihr auch, wenn euch noch eine Registrierung fehlt, könnt ihr mit dieser Registrierung da auch hinfliegen. Und es ist halt wirklich so, dass die 747er wirklich die UAE und Indien bevorzugen. Es gibt aber auch Leute, die möchten lieber nach Kanada, nach Toronto. Und da ist auch ein Flugzeug sehr oft hingegangen. Und zwar 35 Mal ist es nach Pearson International gegangen in den letzten 12 Monaten. Und auch nach Boston, nach JFK, aber auch nach Bombay. Hatte ich ja schon gesagt, Bombay, Mumbai. Ja, aber nun gut. Damit wisst ihr jetzt die Ziele, die man damit fliegen kann. Und wenn ihr noch mit dem fliegen wollt, dann tut es, weil die 747er werden lange, nicht mehr lange so sein, wie sie da fliegen, sondern sie werden halt wirklich langsam verschwinden. Dann kommen die Strich-8er dran, die noch etwas moderner sind. Da kommt ja auch die neue Business Class rein, aber in die 400er wird keine Business Class mehr reinkommen, die neue. Da gehe ich ganz fest von aus und ich finde, die 747-400 ist eins der schönsten Flugzeuge. Ja. Ich habe ja auch meine Hornzirkel-Karriere in der 747-400 angefangen. Bin ich mal in der 200er mal geflogen. Ich kann mich da eigentlich jetzt so ehrlicherweise nicht mehr erinnern. 727 bin ich geflogen, 747-200. Ich müsste meine Mutter fragen. Meine Mutter hat es ja auch letztens bei der Folge beschwert, hat gesagt, mein erster Flug war nicht Gran Canaria, sondern es war, als ich 6 Monate alt war, London Heathrow. So kann man sich irren, aber ihr wisst ja, wenn man viele Flüge macht und sie nicht aufschreibt, dann kommt man mal durcheinander. Damit ihr nicht durcheinander kommt mit der nächsten Folge von Frequent Traveler TV und der Take-Off-Sendung oder dem Lufthansa Group Update oder was auch immer, macht einfach den Subscribe-Befehl, den Abonnier-Befehl. Geht dran hin und drückt die Glocke, damit ihr auch die Notification bekommt, wenn wir mit was Neuem online gehen. Und ganz, ganz wichtig, natürlich kommentiert unten und
ja, lasst ein Like da. Danke, dass ihr heute dabei wart. Und ich erinnere natürlich wie immer an dieser Stelle an die morgige Sendung. Schaut, da haben wir wieder die Lufthansa Meilen-Highlights. Und was haben wir noch? Stammtisch. 12. Frankfurt, nee Quatsch, 12. München, 13. Frankfurt, August natürlich. Und kommentiert. Bis dann. Ciao.